Die Bergwachten des DRK-Kreisverbandes Aue-Schwarzenberg können bei ihren Einsätzen ab sofort beheizbare Vakuummatratzen bei der Behandlung von Verletzten nutzen. Im Beisein von Andreas Körner, Geschäftsführer der AK Medtech GmbH, wurden am 20. Juli 6 Stück dieser innovativen Rettungsmittel übergeben. Selbst viele Jahre im Rettungsdienst tätig, entwickelte Andreas Körner zuerst eine beheizbare Matratzenauflage für den RTW. Als Weiterentwicklung entstand die beheizbare Vakuummatratze für Immobilisation, Transport und gleichzeitiger Wärmeregulierung. Die Bergwachten in Karlsfeld, Johann-Georgen-Stadt und Rittersgrün sind nun weltweit die ersten, die dieses Rettungsmittel in ihrer Ausstattung haben. Im Zuge der Übergabe nutzten die Vertreter der drei Bergwachten die Gelegenheit, die künftige Verwendung der neuen Matratzen zu testen. Das ist ein Thüringer Bergwacht.